Ja, moin Leute und willkommen zurück zum 7. Teil meiner New and Tasty Let's Play Reihe. Wir sind jetzt in der Firezone angekommen. Das Video wird mit das kürzeste von der gesamten Reihe. Der Part ist aber relativ schwer, deswegen wollte ich darüber ein eigenständiges Video machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß. Wir starten direkt. Das ist auch einer der schwersten Kurzkapitel. Denn hier ist alles voller Minen, voller Bomben, voller Lichtschranken. Hier muss man höllisch aufpassen. Also am besten ganz oft vom Schnellspeicher, also von der Schnellspeicherfunktion Gebrauch machen. So, von mir aus können wir jetzt erstmal ein bisschen durchheizen. Wir dürfen nur den Sprung hier nicht verpassen. Wir haben den ersten Checkpoint. Da wir den Slog hier unten loswerden wollen, müssen wir den durch diese Blitzschranke lotsen. Vorher können wir nicht weiter. Ich muss nochmal einen Schritt zurück, damit ich hier rüberspringen kann. Also, wir deaktivieren ja gleich noch die Bombe. Also deaktiviert. Und jetzt müssen wir erstmal zurück. Ziehen an dem Hebel, um die Laserschranke oder die Blitzschranke da unten zu deaktivieren. Wir müssen hier runter, um die Steine zu bekommen. Bei schwer ist es leider so, dass man nur drei an der Zahl kriegt. Deswegen muss man echt sparsam damit haushalten. Es kann halt sein, dass man dann öfter mal zurücklaufen muss in diesen, zu diesem Steinsack. So, hier würde ich empfehlen, definitiv nochmal einen Schnellsave zu machen. Zwei Minen sollte man hier wenigstens weghauen. Ich verstehe immer nicht, warum bei mir immer nur eine wegfliegt. Hätten eigentlich zwei sein können. Okay, das reicht aber völlig aus. Hochklettern. Checkpoint. Weiter geht's. Von hier aus einrollen, losrennen. Hier kommen ein paar Slugs, die verfolgen uns. Hier rollen wir uns wieder ein. Klettern hier ganz schnell hoch. So. Jetzt warten wir, bis der Slug, der Slick meine ich, sich aus dem Rauch nach links bewegt. Ah, hätte ich jetzt eigentlich schon springen können. Genau, leg dich hin. Das hat er gehört. Da kommt er nochmal zurück. Dann schleichen wir zu dieser Mine. Deaktivieren die. Komm, wir warten, bis der sich hinlegt. Genau. Deaktiviert. Wir ziehen jetzt den Hebel. Oh, es hat sogar geklappt. Komm, wollte ich schnell durch. Genau. Hebel ziehen, ganz schnell nach rechts. Laufen, springen, in der Hoffnung, dass uns der Slick nicht erwischt. Das ist nämlich eine echt ziemlich bescheidene Stelle. Ab ins Portal. Da oben angekommen, haben wir schon den nächsten Checkpoint. So, wir werfen jetzt den letzten Stein hier in die Mine. Wenn wir Pech haben, kommt jetzt der eine Slick von rechts. Nein, kommt er nicht. Das ist nämlich genau das, was ich wollte. Jetzt klettern wir hier runter. Ziehen den Hebel. Und deaktivieren die Bomber. Naja, wenn der Alarm auslöst, ist es, glaube ich, jetzt nicht ganz so wild. Machen wir uns halt nach hoch. Genau, so, da ist schon ein Slot weg. Und hier kommen wir nicht mehr weiter, da ist nämlich das Ende. Also, wir müssen jetzt sowieso hier runter. Wir ziehen einmal den Hebel. Was ist mit dem Slick los? Der Slick ist eingefroren, ich weiß nicht warum. Jetzt mir vielleicht verraten, was ich gemacht habe. Okay, jetzt ist die Dings aus. Okay, ich habe keine Steine und das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit einem Stein darüber komme. Ja, normalerweise ist der Slick eigentlich nicht so tot, wie er da scheint.
Wir springen hier rüber. Ansonsten ist der Part nicht weiter schwer. Wir besorgen uns ansonsten noch mal ein paar Steine, hauen die ganzen Minen weg. Ich nutze jetzt einfach mal, dass der da so eingefroren ist. Und damit haben wir die Passage geschafft und sind zurück im Rapture Farms. Und da sind wir auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir mal einen Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns dann im 8. Teil wieder. Und da befreien wir von Zulag 1 bis 5. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich da ein Video mache oder einzelne über die einzelnen Bereiche. Da weiß ich jetzt noch nicht mehr genau, wie umfangreich das ist. Wie gesagt, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.